Der Anlass, warum wir uns heute jetzt hier zusammengefunden haben, ist ja lange bekannt. Ich bin froh, dass das heute endlich zu einem auch Höhepunkt werden soll, wird und kann. Und ich bitte Herrn zu guter Letzt, uns doch einen kurzen Beitrag zu leisten. Ja. Also, liebe Bürger der Stadt Putlitz, um es korrekt auszudrücken im neuen politischen Hochdeutsch, müsste es heißen, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Putlitz. Ich möchte mich heute bei Ihnen allen, aber insbesondere auch bei den Stadtverordneten und insbesondere auch bei Bürgermeister Bernd Dannemann bedanken, dass sie es möglich gemacht haben, dass dieser Platz, auf dem wir heute stehen, nach meinem Vater benannt wird. Meinem Vater ist ja, wie vielleicht nicht alle wissen, aber es ist ihm verschiedene Male durch die verschiedenen Willkürherrschaften schweres Unrecht zugefügt worden und ihm schließlich auch das Leben genommen worden. Und deswegen war es mir immer ein tiefes Bedürfnis, dass meinem Vater Gerechtigkeit geschieht. Und das, meine ich, ist heute, geschieht heute durch die Umbenennung dieses Platzes. Und ich danke den Stadtverordneten und Herrn Bernd Dannemann dafür, dass sie alle Hindernisse aus dem Weg geräumt haben und das schließlich möglich gemacht haben. Und dieser Dank, den darf ich auch im Namen meiner Familie aussprechen. Das waren meine Worte. Nächsten bitten, sich hier einzutragen. Wir finden vielleicht jetzt gleich sogar ein Plätzchen, wo wir das hinlegen können. Wie? Auf meine Knie. Und von mir aus auf die Knie. Gerne doch. Vielen Dank. Ich hol's raus, damit Sie auch mal sehen, was da auch draufsteht. Muss ich mal schubsen, du schubst die ganze Zeit. Vielleicht will es mal einer auch richtig fotografieren. Ja. Ich fühle mich sehr geehrt. Moment, stehen kann ich nicht schon. Nein! Mit schwarz oder mit blau? Dann nehmen wir den. Da sieht man noch nicht den. Da. Und auch. Und